Und jetzt freue ich mich auf meinen ersten prominenten Gast, der sich gerade hinter der Bühne vorbereitet. Besser gesagt, die sich hinter der Bühne vorbereitet. Läuft da schon. Ich habe den zweiten Schuh noch gar nicht. Machen Sie doch Platz. Das kann doch nicht sein. Jetzt bitte. Schönen Nachmittag. Schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ingrid Turnschuh begrüßt Sie heute bei dieser Sonderausgabe der Zeit im Bild. Wir fragen uns heute, macht Humor glücklich, schöner oder sogar reich? Es gibt ein Zitat, das heißt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden, aber wir haben heute Abend sehr viele Gäste eingeladen, die uns sicher darüber Aufklärung geben werden. Und bevor wir das tun, verabschiedet sich Ingrid Turner noch von Ihnen und gibt gleich zurück an Barbara Kranich. Pardon, Karlich. Wiedersehen. Dankeschön. Mario. Genial, ich liebe es, wenn Danke. Du Ingrid Turner nachmachst. Ich dachte, du übergibst jetzt an Dreisat, das sagen sie ja immer. Ne? Bevor wir uns von den Zusehern wir Dreisat verabschieden. Ja, herrlich. Begrüßen wir noch andere Gäste und das war es jetzt endgültig. Auf Wiedersehen. Wie macht man das? Wie ist man auf einmal Ingrid Turner? Es ist so, ich lerne sehr viel übers Gehör, das ist mein stärkster Sinn. Also ich komme auch aus der Musik. Und ich, wenn ich die Person nachmachen möchte, beame ich mich quasi in die hinein. Das heißt, ich schaue jetzt aus dem Gesicht der Ingrid Turn her und ich beobachte natürlich auch viel und schaue viel das ist fern. Und selbstverständlich ist eine Vera Russwurm auch gewohnt, in eine Kamera zu schauen und hat jetzt selbstverständlich auch bei Ihnen heute etwas zu sagen. Vera bei Karlich sozusagen. Natürlich gibt es da auch noch Gäste aus Deutschland, wie zum Beispiel die Verona Poth. Ob die vielleicht noch irgendjemand kennt? Park schon, liebe Ölsenfreunde, hier spricht die Bündnis Angela. Also ich hätte da mal eine Ansage zu machen, dass es hier nämlich heute noch super tolle Gäste gibt, die wir jetzt gleich mal hören werden. Jugendpech! Genial! Swarovski gibt's noch, ne? Fiona. Ja, die Fiona, die spricht jetzt zurzeit nicht mehr so viel, weil die hat sich irgendwann einmal von der Presse verabschiedet, aber sie ist trotzdem die schönste, die tollste Fernsehsendung in ihrem ganzen Leben. Ich meine, bist du ein kleiner Kasperl immer gewesen? Mein Beruf ist Kasperl. Das war ich auch schon in der Schule. Das ist natürlich klassisch, dass du einfach Professoren und dann Direktoren nachmachst, die dann in der Tür stehen und alle sehen das und ich... Die hatten natürlich in den 80ern noch nicht die Reife, dass sie dann darüber lachen, auch wenn es gut parodiert war, sondern ich habe da dann wieder mal beim Direktor oder nachsitzen und so. Aber das ist natürlich, du erzählst was nach mit der Auffälligkeit der jeweiligen Person, merkst, dass du belustigst und dadurch natürlich auch deinen Applaus kriegst und dich in den Mittelpunkt rückst damit und das baut man dann einfach aus. Aber es war noch niemand beleidigt. Nein, es kann, also ich kenne die Ingrid Turnherr gut und ich war schon auf Sendung mit ihr. Und ich war natürlich auch schon bei der Star-Astrologin. Gerda Rotschers hätte ich gesehen. Sein großartiges Publikum heute. Charmante junge Dame da drüben. Skorpionfrau habe ich gleich gesehen. Ja. Apropos, du kündigst jetzt bitte gleich meinen nächsten Gast an. Als Gerda Rogers, bitte. Also, ich hätte es gesehen, es kommt ein sehr charmanter Mann zu Ihnen. Ein junger Mann, jetzt freut er sich sicher, wenn er mich hört. Es lacht, da hat sich den Mund, Sie sind noch nicht dran. Im Sonnenzeichen ist ein Skorpion geborener, Aszendent Hirsch. Er hat sehr viel zu sagen. Er hat auch geschrieben in letzter Zeit, hätte ich gesehen. Ich glaube, das nennt sich Buch. Keine Ahnung, ob das jemals herauskommt. Seine Sterne sind ein bisschen kritisch momentan. Wir werden uns sein Horoskop jetzt gleich anschauen. Begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus Herrn Dieter Schmähler. Wow. Haben Sie sich wieder erkannt? Ich werde was sagen. Ich bin heute in einer neuen Rolle zu sehen. Ich schweige ergriffen. Normal rede ich wie ein Wasserfall. Sie waren noch gar nicht dran, mir haben Sie gar keine Chance. Ich muss jetzt was sagen. Mars steht jetzt nicht wirklich sehr günstig zu Ihnen. Sie müssen jetzt sehr stark sein. Weil Ihr Leben ist wirklich in einer großen Veränderung. Eigentlich schon seit Ihrer Geburt. Mhm.
Nur merken Sie es erst jetzt. Ich merk schon, seit, also bei der Geburt hatte ich das letzte Mal mein Idealgewicht. Also deswegen merke ich die Veränderung. Und deswegen heißen Sie Schmäler. Also, ja, ich verstehe. Sagen Sie mal, Herr Dieter, sind Sie ein Einzelkind? Ja, das ist klar. Ihre Eltern wollten sowas kein zweites Mal. Das muss man sich einfach gefallen lassen. Weil wer nicht über sich selber lachen kann, über den lachen die anderen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine Definition von Humor. Kann man dich auch als Marion ansprechen? Ja, bitte mach das. Okay. Was möchtest du wissen, ich bin Schatz? Hin und weg und bezaubert von deinem unfassbaren Talent. Aber es muss auch so schlimm sein, wenn du... Marion, bist du in einer Beziehung? Ja. Ja. Also das heißt, du könntest deinen Partner jederzeit schrecken mit deiner neuen Stimme. Also der hat die Augen zu zum Beispiel und sie ist Gerda Rogers oder ich weiß nicht, Vera Russo mit. Ich schlüpfe auch gerne in solche Rollen, weil dann kannst du ja auch Sachen sagen, die du als deine Person... Das macht ja auch jeder Schauspieler, weil da kannst du dir da ja viel mehr leisten, plärst dem halt einfach ins Ohr. Aber das ist dann auch irgendwann einmal gegessen, gell? Weil es ist nach 20 Promis... Sag dann auch schon. Ich habe gelernt aufzuzeigen, ja, weil ich bin mit einer Lehrerin verheiratet. Sie ist Mathematikerin, ich bin unberechenbar. Er sagt ja nur in der Öffentlichkeit. Der macht das sowieso, was er will. Der hat faustdick hinter seinen Ohren. Also ich möchte es nicht, ich muss Ihnen schon sagen, Sie müssen jetzt wirklich Acht geben. Uranus ist jetzt wirklich ein bisschen ein Gegenspieler. Also Sie wollten da eigentlich jetzt was Schriftliches, was Sie zu Papier gebracht haben. Wollen Sie ein bisschen Werbung machen dafür? Die Kamera 2 ist für Sie da. Ja, dort. Ich heiße Dieter und bin perplex. Wollte ich eigentlich sagen. Ich wollte ganz was anderes sagen. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben. Ah ja, richtig, ja. Komm gleich drauf. Ein einziges Mal in meinem Leben war ich bei einer Astrologin. Ich gebe es zu. Ich nenne jetzt keinen Namen. Wirklich? Ja, jetzt? Gerda Rogers. Und, und sie hat mir gesagt, ich habe die Venus im zweiten Haus. Und ich habe gesagt, ich möchte aber gern bei meiner Frau bleiben, in der Wohnung. Und das war's dann. Darf ich einmal an... So die Venus im zweiten Haus ist doch ein Genießer, schauen Sie sich den an. Venus im Stierhaus ist die Venus im eigenen Haus. Der hat das nur nicht kapiert, aber es macht nichts. Marion, darf ich dir was sagen? Ja, Liebling. Ich habe schon Angst, wenn eine Jo sagt. Darf ich, weil wir gerade bei dem Thema sind, darf man am Nachmittag Oralsex sagen? Mit O-H-R nämlich, weil ich möchte da hergreifen. Santo Cielo. Das ist das Ohr, das ist Oralsex. Ja. Bedarfst du sie nicht, alte bitte, Frauen? Ganz ruhig. Warum geht das nicht? Das andere geht. Pumpen. Ja. Ist das lieb? Ist das lieb? Unglaublich, auch schon dass gemacht? Du so viel Geld ausgibst ist das für lieb? Diese... Sind meine Quietscheenten. Weil Brillanten haben eh die anderen um und die Quietscheenten fallen doch viel ja, besser auf. Ja, das ist sehr genau. Ist mir auch sofort aufgefallen. Lustig, ja? Gell? Ich habe auch Frösche. Frösche? Ja. Zu meinem Programm passend, um Werbung zu machen, die Froschkönigin, wo die Promis alle im Märchenland herumstolpern. Und wenn ich da spiele, 2x50 Minuten auf den Bühnen Österreichs, habe ich natürlich die Frösche im Ohr. Was machst du, wenn du einen Frosch im Hals hast einmal? Räuspern. Verstehe, gut. Und kannst du auch Männer? Ja, also da ist ein Wolfgang Ambrose dabei und der steht vom Zauberspiegel in meinem Märchenland und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, habe ich mit meinen 3 Spritzer meinen Spiegel schon benannt?